Ich bin Loredana Zefi. Ich bin hier, das ist das Wichtigste, ich bin hier, um einen Videodreh zu machen. Dieses Videodreh wurde schon längere Zeit geplant. Ich habe keinen Grund gesehen, dieses Video zu verschieben. Wir haben unser Leben weitergelebt, wie ganz normal davor. Ich bin hier, um eine Sache klarzustellen, die für mich sehr wichtig ist und wahrscheinlich mich als Person auch ausmacht. Dieses Geld, was entgegengenommen wurde von irgendwelchen Leuten, wurde nicht mit gezwungen, also sie wurde nicht gezwungen, sie wurde nicht bedroht und sie wurde nicht betrogen. Das sind die drei Sätze, Wörter, die für mich am meisten Gewicht in diesem ganzen Film haben. Ich weiß, dass die Sache 2016 angefangen hat, aber da war ich nicht mal involviert. Ich wusste nicht mal, dass diese Person existiert oder dass da irgendwas abläuft. Ich weiß nur, dass irgendwann mal, als die Zeit verging und ich angefangen habe, darüber zu wissen, dass 2018 eine Möglichkeit war, diese Sache wieder zu regeln. Leider weiß ich nicht, was diese Person, die auch aus meiner Familie sind, mit der anderen Person gemacht haben. Nur ich weiß, dass ich gegen Ende dieser Person auf der anderen Seite das Opfer und die Leute von meiner Familie beide helfen wollte. Mir war es wichtig, dass sie das hat, was sie verdient und die das haben, was sie verdienen. Zu diesem Stande ist es nicht gekommen. Keine Ahnung warum. Ich wurde auf jeden Fall zur Einvernahme eingeladen. Ich bin dahin. Ich habe die Wahrheit gesagt. Das ist schon mal eins. Ich habe die Wahrheit gesagt und für mich ist einfach eine Sache wichtig. Mir ist alles egal, wenn es um meine Familie geht. Also ich weiß, es ist eine Verantwortung, dass ich eine Künstlerin bin und eine Menge Leute mich sehen und vielleicht als Idol sehen. Aber wenn es um meine Familie geht, dann kenne ich gar nichts mehr. Ich kenne weder die Musik, ich kenne weder den Ruhm, ich kenne weder das Geld, ich kenne gar nichts mehr. Ich wurde von meinem Vater so erzogen, dass nichts auf dieser Welt größer oder mächtiger ist als meine Familie. Wie ihr mit eurer Familie seid oder wie euch, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber das ist das, was mich belernt worden ist. Also ich habe tatsächlich alles aufs Spiel gesetzt, mein Ruf, meine Musik, mein Leben für meine Familie. Und ich werde das auch nie bereuen.